Ja, Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Runde Sea of Thieves und da vorne fährt unser Freund oder unser Feind, man weiß es nicht. Mal gucken, ob er schießt, mal gucken, ob er schießt. Also wir wollen nicht schießen. Warte mal, ich winke mal. Ich wink mal. Ja, komm, wir winken mal. Vielleicht guckt er ja. Ich winke auch mal. Das ist eine gute Idee. Hallo, wir wollen dich überhaupt gar nicht töten. Er schießt. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Lassen wir mal. Ich winke einfach weiter, vielleicht ist er ausgerutscht. Hallo. Ja, klar. Hallo. Selbst wenn er hier rankommt, dann soll er machen. Hello. Hello. Der schießt halt nicht. Der schießt aber voll daneben irgendwie, ne? Ja, der verkackt halt übelst. Hä? Das kann doch nicht... Ich glaube, der schießt extra daneben, weil ganz ehrlich, so daneben kann man gar nicht schießen. Ja gut, der ist halt volles Tempo, ne, und fährt halt neben ran. Wir sind halt... Ach, ist wahrscheinlich auch Singleplayer, ist wahrscheinlich Einzelspieler, bravo, ne, also da auch an Bord. Bravo! Ich glaube schon, dass der alleine ist, ja. Ja, glaube ich glaube schon, dass der alleine ist. Leg dich weil das, mit das Schiff, als er jetzt geschossen hat, fuhr die ganze Zeit geradeaus. Ja. Also so, sieht, wie wenn du als Lilliputaner Bigfoot angreifst. Ich verstehe nicht, warum die Leute direkt so im Frontboden sind immer, ne? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist doch immer so. Vor allem als einer Schiff, da würde ich doch niemals gegen vierer Schiff mich anlegen. Ja, nee. Das ist Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Vielleicht denkt er, dass es ein NPC-Schiff ist, wer weiß. Ja, vielleicht kann man auch selber drauf schießen, einfach testweise. Gibt's NPC-Schiffe? Nee, vielleicht denkt er, dass wir einen sind, vielleicht kennt er sich noch nicht so aus oder so. Ach so, ja, das kann sein. Der umkreist uns. Ja. Ja, der kommt jetzt wieder. Wir winken hier wir winken trotzdem einfach weiter. Okay, winken wir. Ja, ja. Voll arrogant. Einfach Social Experiment, Alter. Vor allem, wir sehen sehr vertrauenswürdig aus, die alten Männer hier, weißt du? Oh, frisch gleich, Alter. Tobi so halb nackt. Habe ich eigentlich so eine Sprechblase in meinem Kopf oder ist das wieder aus? Ist wieder aus. Okay. Hallo, hallo, ich wink nicht mit meiner Hand. Oh, sag mal, Tobi, ey. Ah, der hat die Segel hochgenommen. Also theoretisch können wir uns jetzt mal rüberschießen mit der Kanone und das Schiff. Nee, ich glaube, da sind wir noch zu weit weg. Wollen wir mal hinfahren? Meinst du? Was? Aber der ist so schnell wieder aus seinem Schiff, das glaubst du gar nicht. Aber der hat auf uns geschossen. Ich will den ja gar nicht angreifen. Oder wir wollen den ja gar nicht angreifen. Der wird uns aber töten. Gib den doch seine Ruhen, gib den doch Dieter. Ja. Ja, aber will der denn? Also, uns alle töten, das schafft er nie im Leben. Schau mal vor, da kommen einfach kommt aber so ein Dreimaster zu seinem Schiff. Was? Und dann geht er schnell an Bord und ist auf einmal so ein Huhn. Wir sind aber wieder weg. So einfach so ein Goodie, weißt du, das wäre voll geil. Komm, wir fahren vorbei. Nee, ich kann Dieter nicht den geben. Nee, niemals. Also, nee, das geht nicht. Es ist doch irgendein scheiß Huhn, das kann doch ein neues holen. Alter, wenn du einem Tier einen Namen gibst, dann bist du mit ihm verbunden, Tobi. Das geht nicht. Das kennt der Tobi nicht. Nee, gerade der Tobi kennt sowas überhaupt nicht. Nee, stimmt. Tobi ist aber so ein herzloser Bastard, du. Ja. Frage, voten für Skelettkampf und dann einfach noch ein paar andere Sachen machen, bis der Schädel kommt? Weil Schädel ist ja nicht. Ja, dann machen wir Skelettkampf, komm. Ja, super. Was soll's? Schnitzen wir mal ein paar Bosse nochmal. Das Gerangel mit der armseligen Crew der Wailing Hell. Ja, muss ja gut sein. Oh, unsere Namen da unten, wie episch. So. Ja, da ist Ranger mit drin, das muss einfach Hammer sein, Alter. Shark. Es ist Katie. Du musst wieder nach Mettwurst riechen. So, wo müssen wir denn hin? Shark. Boah, Alter, Bahn, jetzt ein Mettwürstchen, Mann. Mettwürstchen, ey. Tut mir leid, ich will auch jetzt ein Mettwurst. Kennst du die Pfeffer-Mettwürstchen? Oh, Tobi, hör auf. Ja, jetzt. Die so ein bisschen schärfer sind? Oh, leck mich am Arsch. Oh, Shark, Tooth, wo ist denn das? Was ist denn das hier? Du müsst ihr mal dünsten, Alter. Da oben. Ja, geil. Ja, im Thermomix machen wir das immer. Nordosten. Ah, wir wollten auch einen haben, aber ich will nicht, dass dir jemand vorbeikommt. Musst du doch gar nicht. Musst du nicht, das geht auch ohne. Hä, mir wurde gesagt, das geht nur so. Nee, machen wir mal Anker hoch, ne? Tobi? Ja. Ja. Wir machen mal Anker hoch. Wir müssen mal eben vorbei. Na, ja, der wird sich freuen. Aber lohnt sich das denn, weil die Dinger sind ja auch. Die sind teuer, aber du musst den halt benutzen, ne? Aber wenn du dich gesund ernähren willst, lohnt sich das auf jeden Fall. Worum geht's gerade? Thermomix. Thermomix. Achso, das Thermomix. Kenn ich immer nur daher, dass man das nie kaufen kann. Ja, auch, du kannst es aber trotzdem. Also es kommt immer auf den Verkäufer drauf an, aber ich kann euch ja mal die Adresse von unserem Verkäufer geben und der macht es auch ohne. Ja, das ist natürlich ohne Partei. Kann jemand mir beim Segel helfen, drehen? Nee, sehe ich nicht. Wunderschön. Alles klar. Okay, der wird jetzt 100 Pro denken, wir kommen zu ihm. Ja, dann soll er. Ja. Also selbst wenn er schießt, der wird uns mit seinen zwei Schützen oder zwei Kanonen da niemand. Denk an die Franzosen, Curry! Ja gut, aber das war noch damals, aber noch klein. Eben. Ja. Die haben gedacht, die haben ihr Schiff ausgebaut mit 5 Kanonen, weil die einfach hintereinander geschossen haben. Nein, waren die zu zweit und der ist halt alleine, das ist halt ein Unterschied. Ich hätte gern so ein Nebelhorn, wo man jetzt vorbeifährt und dann... Ja, oder so eine Trommel, Alter, wie so ein wickiger Schiff. Wir können die Glocke. Aber dann muss er doch hören hier, oder? Ja, die Klingel, da kann man nicht sein.
Hier ist so ein bisschen Musik, können wir noch machen. Ah. Sieht man ihn da? Nee, ne? Weiß nicht, was der macht. Hier, wir haben was für dich! Ich glaube, der ist da auf der Insel. Lass das Huhn in Ruhe, Tobi! Wir haben hier was für dich! Tobi, lass das Huhn in Ruhe! Du lässt sofort den Riegel runter. Sonst geh ich hier gleich an die Decke. Sonst werde ich gleich mal grantig, ja? Oh Alter, ich glaube, du spinnst ja wohl. Guck mal, wie aufgeregt der ist. Alter, oh Mann, ey. Da ist kurz ja, mein Herz in die Hose gerutscht, ey. Ich sag es euch. Die Beine, ey. Oh, weil der ist da vor Anker, der ist da auf der Insel, ne? Ja, der holt aber bestimmt einen Schatz, Freunde. Ich sag's nur. Ja. Ich winke mal, komm. Hallo. Mach mal ein Lichtzeichen hier. Aber du siehst es nicht. Oh, ist das schön. Sind wir auf Kurs? Ich glaube schon. Wir sind die beschissensten Piraten der Karibik. Nein, wir sind voll geil. Ey, wir müssen ein bisschen hier Backboard war das. Ja, Erik Range hier. Links. Die höflichen Piraten der Karibik. Da sieht man sogar schon die kleine Insel da. Welche ist das? Ach, die links da. Die ist das? Ja, okay. Genau. Schauen wir das noch vor dem Ding da? Ja, ja, ne? Ja, locker. Tobi, Segel bitte in den Wind drehen. Ja. Er hat wieder Fahrt aufgenommen, der Kollege. Wir beobachten das mal. Wenn der uns noch einmal beschießt, Freunde. Sorry. Ja, dann machen wir ihn weg. Auf jeden Fall. Muss er mal lernen, ne? Den radiere ich aus den Geschichtsbüchern. Der kann doch hier nicht unser Boot beschießen, wo der Dieter hier drauf ist. Der kriegt doch einen Hattrick. Der hat sein blödes Huhn, ne? Das ist aber wahr. Alles, was der im Kopf hat, ist das scheiß Huhn. Ja, wenn wir jetzt hier ein Schwein hätten, dann würdest du auch voll drauf atmen. Tobi klingt voll eifersüchtig. Ist halt echt so. Nee, also dann Schwein wäre ich auch echt, da würde ich auch... ja, siehste? Siehste? Okay, fangen wir das nächste Mal noch ein Schwein. Ja, finde ich super. Dann hältst du den davon, wenn wir beides machen. Dieter und noch ein Schwein. Und Dieter 2. Nee, der heißt dann Wilfried oder so. Oder Wilma, ey. Wilma heißt er dann. Ja, Dieter und Wilma, Alter. Das Schweine-Hühnchen-Paar. Wilma Bacon werden. Ob man vielleicht auch in die kreuzen kann, dann hat man Chicken und Bacon. Boah, geil. Und dann noch eine Brötchenhälfte drüber, geil. Da haben wir dann Shaken. Shaken, Alter. Shaken-Burger. Voll die neue Erfindung. Alter, ein Shaken-Burger. Kann immer jemand erfinden, bitte? Ich hab gerade, glaube ich, ein neues Gewitter auf. Ja, nice. Oh. Ja, aber links aber eins und ich glaube vor uns... Das hier ist die kleine Insel? Ja, ja, was, genau. Das? Ja, okay. Sag Bescheid. Gewitter. Okay. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber lass die mal ein bisschen vorher, falls die... Warte. Ja, ich halte mal ein bisschen drauf zu. Gewitter. Ich glaube, wir können, ne? Ja, go. Genau. Aha! So, ihr Skelett-Assis. Okay, ich guck mal ganz kurz nach unserem Kumpel. Nehmt euch Munition vorher mit, ne? Ja, stimmt. Gute Idee. Sehr gute Idee, Frau Pan mit dem Bart. Okay, unser Kumpel ist weg. Hä, hier ist ein Schwein unter Wasser. Ich nenne dich jetzt einfach Frau Pan. Komm raus aus dem Wasser hier. Was ist los? Bin der raus hier. Tobi? Ja? Guck mal. Wie dieser dicke Klompen da immer rechts kommt. Komm, ey. Tobi, wir können doch feiern. Ich höre Kämpfer, aber ich sehe nichts. Ach, hier. Ja, hier. Hä, was ist. Ist der mit dir? Hat er denn jetzt gerade Angst oder was? Ey, Alter, der wollte gerade eine Banane fressen. Drecksau. Geil, die Sau, ich glaube, der spielt ja wohl. Entschuldigung. Hä, wo läuft der denn hin? Bleib hier, mein Schnuckiputz. Ah, wo ist denn der gute Boss hier, hä? Ja, der kommt gleich. Da ist er. Da ist er. Was? War das nicht? Nee, noch nicht. Wird gut geflimmert auf dem Bildschirm. Der Schnuckiputz. Ups. So, komm, Captain. Zeig dich. Oh, das Schweinchen. Hui. Genau. Hä, der Captain flimmert hier gerade. Oder? Aber hier flimmert sie irgendwie. Ja? Nicht so, meine Freunde. Oh. Hä? Er ist hartnäckig. Der Bub. War ist der Captain schon tot? Nee. Wozu das ich hab den Namen irgendwie schon ein paar Mal aufblinken sehen. Aber da vorne, ja, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Ah, hier ist er. Da ist er. Da ist er. Komm her, du Schnuckiputz, du. Ey, der hat coole Klamotten an. Gute Nacht. Jawoll. So. Nice. Jo. Katie und Ninetales. Captain Katie und Ninetales. Das war Katie. Hat aber stark abgenommen, wie ich jetzt gesehen habe. Ey, warte mal, wir haben einen Schweinekäfig. Lass uns den Schwein nehmen. Ja, dann mach das doch. Ja, das Schwein ist unser Schiff ist. Kann man bitte jemand sagen, wie schön unser Schiff ist? Er ist geil, ne? Ja.
Hä, das ist voll kaputt. Ja, ja, und aber das guck mal, bist was du mit auch, Tobi. Trotzdem bist du voll der schöne Mensch. Ey, wir haben eigentlich echt, ey, das hätten wir echt am Anfang machen müssen. Wir haben noch keinen Namen für unser Schiff. Ey, wir haben keinen Namen für unser Schiff. So, dann hol dir dein Schwein oder Tobi Schwein dann? Ja! Ritadra. Was? Queen Tobi. Ja. Der zweite. Finde ich geil. Ist ganz schön düster hier. Lustig, Curry, lustig. Warte. Warte. Nur noch einen Totenkopf. Ich komme dich holen. Habt ihr den Totenkopf? Ja, ne? Ja. Also den, ja. Okay. Diesmal schon. Ja, gut. Was machen wir als nächstes? Ich habe noch ein paar Sachen, falls ihr Bock habt. Ja. Vielleicht mal einen Schatz? Ja. Klar. Ja, Schatz wäre wieder cool. Sehr gut. Cool. Wo seid ihr, ihr Schnuckipütchen? Kleine Schätzchen. Wer ist denn noch auf der Insel? Ich. Ach, Curry will ein Schwein fangen. Alles klar. Ich will aber das mit den schwarzen Flecken. Das ist voll cool. Ja. Hat er helles Fell, also helle Haut und schwarze Flecken. Wir nennen es einfach Grenzi. Das sind irgendwie Suburban-Schweinchen, Alter. Wenn dem was passiert, dann dreht er doch durch. Ja, natürlich. Ich hab's! Oh mein Gott, Tobi, du darfst dir den Namen geben. Da hinten ist ein Totenkopf, glaube ich. Da hinten. Warte. Was ist da hinten? Was ist denn da hinten? Nordwest, da wo Tobi gerade hinfliegt. Ernsthaft? Da ist der, ja, das ist ein Totenkopf, da haben gerade die Augen beleuchtet. Ach, der ist ganz weit weg. Ach du Scheiße. Ja. Okay, volle Segel, auf geht's. Jetzt kann ich endlich eins sehen. Ein Tobi? Ja? Du musst dem Schweinchen jetzt einen Namen geben. Aber Wilma. Wilma? Okay. Wilma ist cool. Wilma und Dieter kommen auf unser Schiff. Wilma lecken. Guck mal, wie süß der ist. Warte, das Sache. Wilma becken werden. Der ist voll süß. Guck mal, Pan. Guck mal. Oh, warte. Wo denn? Oh. Das ist voll süß, Mann. Der kommt zu Dieter. Für den passiert nichts. Tschüss, Wilma. Ja, volle Segel Richtung Totenkopf, oder was? Geil, ey. Warte mal, wo können wir die denn hinstellen? Die müssen wir nebeneinander hier hinstellen. Oh, das Schweißtropfen an deinem Bart, Pan. Oh. Ach so, okay. Auch geil. Und Dieter auf hoher See. Okay, wollen wir loslegen? Ja, Sieg. Natürlich. Okay. Ja, Mann. Kurs wird gleich genommen. Segel im Wind. Ja, bist du. Segel im Wind gleich, wenn wir Kurs genommen haben am besten. Finde es böse. Oh. So spät. So. Ja, bringt er jetzt momentan noch. Wir müssen eh noch beidrehen. Genau, wir müssen durch den Sturm. Wir müssen durch den Monsun, am Regen vorbei. Da ziehen wir hin, Mann. Voll rein, Alter. Voll rein. So, okay, Segel wieder beidrehen. Stimmt die Richtung ungefähr? Ja, lass so. Ist okay, gut. Super. Ich mach den die Segel ein bisschen höher, damit du was siehst. Nee, ich muss nicht sehen. Hauptsache, wir haben volle Fahrt. Weil das Ding ist echt scheiße weit weg. Wow, was ist mit dem Meer? Okay, ja, so am besten bleiben. Ach, jo, hast du? Hab ich auch. Okay. Einfach so bleiben. So. Jawoll. Warp 9, Mr. Geht's. Crusher. Auf geht's. Ja. Alter, Gott, was für ein Seegang. Ein bisschen, nice. ein bisschen rechts. Selber. Am Rand des Sturms. Wann machst du? Oh, was ist denn hier los? Was denn? Wo, welches denn rechts? Ich mach schon. Okay. Okay, warte. Von auch mal ein bisschen. Ich denke, du meinst die Segel. Entschuldigung. Hier ist, glaube ich, noch nicht so, oder? Tobi, behältst du ein bisschen. Geh mal auf einer auf den Ausguck, Tobi oder so. Ja, ich gehe. Ich hab grad irgendwas im Gesicht gerade. Bitte auch dann aussieht setzen. Alter, der kommt immer näher. Geil, da ist er. Ah, da ist er. Boah, cool. Boah, geil. Sehr geil. Boah, wie cool das aussieht. Ah, wie geil. Ey, Tobi, ihr müsst die Segel gleich nochmal drehen. Jetzt bin ich schon halb oben hier. Ja, nee, nicht du. Warte, ich mach. War da unser Freund schon wieder gerade? Für Wilma und Dieter. Ich sehe den Totenkopf nicht mehr. Was? Müsste in der Richtung sein, wo wir sind, aber von Wolken verdeckt. Ich hoffe, der ist nicht aufgegangen. Nein, ich hoffe, der ist nicht weg. Ja, doch, der war da eigentlich. Oh shit, ich glaube, es ist gerade vorbei. Nee, der ist noch da. Der ist nur von Wolken. Ah, das ist klar, das ist geil. Okay, volle Fahrt voraus. Geil. Sieht aus wie das Logo von Triple H, Mann. Bisschen nach rechts, da ist übrigens ein anderes Schiff noch. Ja, der fährt da auch hin, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich. Okay, bisschen nach rechts, kommt. Was? Entschuldigung. Segel? Ne, pass. Okay. Segel, ich dreh mich wieder rein. Der Wellengang ist ein bisschen schwierig, deswegen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach rechts ein bisschen. Ja, ich bin dabei.
Okay, super. Boah, und der kleine Kloß da hinten. Oh. Ja. Das Schiff ist gerade gesunken. Das Schiff ist gerade gesunken, was da gerade gefahren ist. Oh. Was für ein Noob. Das ist euer Problem. Der ist, glaube ich, gerade gegen Klippen gefahren. Richtiger Lauch. Boah, was ist das denn? Wie krass ist das? Okay, wir fahren jetzt genau drauf zu. Ja, und da oben, Erik mit dem Stock im Arsch. So kleine Kloß. Was? Was mit dem Mast? Was hat der wo? Mit dem Mast. Ist das eine neue Serie? Der Erik mit dem Stock im Arsch. Der Erik mit dem Mast im Mast. Deswegen heißt der Darm so. Ja, klar. Oh ja, da. Hey, der Totenkopf hat uns gerade zugezwinkert. Segel wieder rein in den Wind. Oh, ich muss mich mal. Oh, ist das schön. Auf geht's. Verstrickt. Nach links die Segel. Das vordere muss voll, noch. Alle voll. Das vordere. Okay, warte. Das vordere ist aber auch voll ausgefüllt. Wow. Nee, noch nicht ganz, glaube ich. Hat eine Flasche voll rumfüllen. Doch, hast recht, Mann. Alles gut. Wir sind ja, dann ja. Rumfüllen oder umfüllen? Oh. Boah. Auf zum Totenkopf. Juhu, hast du das? Das ist da einfach ganz gechillt. Da noch ein Schiff in der Entfernung, das sieht ein bisschen danach aus, könnte ein Felsen sein oder ein Schiff. Ich schau mal da drauf raus. Wetter hier. Ja. Ach, kann ich gerade im Sitzen gar nicht. Ich sehe bis jetzt noch nichts. Alter, das sieht so geil aus, wenn wir drauf zufahren. Ja. Was ist denn das für eine Insel, die als nächstes hier kommt? Wow, Alter, wer ist hier schaukelt? Ich kann gar nicht sehen. Nee, ist nur eine Kappe. Hidden Spring Keep muss das sein, oder? Oder was ist das? Wir fahren ein bisschen zu weit nach rechts gerade, glaube ich, oder? Jo. Ja, ich dreh wieder bei. Superst. Jetzt ein 15-fach-Sucher, ne? Könnte ich da easy hinscopen. Da hinten ist noch ein Schiff. Mit SKS, mit Griff. Wo ist ein Schiff? Zur Rechten, aber ich glaube, der ignoriert uns. Okay, auf geht's. Ach, da hinten. Das geil, ist, ja, da kommt. Hä, das ist doch der gerade hier gedingst ist, oder? Gestrandet ja, wahrscheinlich. Der ist am Outpost da hinten. Ah, ja, das kann sein. Ein bisschen weit lenken. Bitte? Boah, Tobi, bist du oben? Ich bin oben, ja. Du nee, mir ist egal, du kannst ruhig. Ja, so, aber schon ziemlich weit weg, das Ding, ne? Du die Orientierung. Ja, sag ich hier. Ja. Da brauchen wir ein bisschen Reise. Warte. Wir müssen ein bisschen wieder nach rechts. Wir sind echt schnell. Ja, das ist voll geil. Warte, Säge wieder in den Wind. Ich drehe die gerade in den Wind gerade. Ah, da vorne macht aber einer rum, ne? Ein Schiff. Ein Einser ja, hinter dem Hügel, hinter dem einen. Soll er mal. Der ist weiter dort wie hier. Wie sieht's vorne aus? Kann ich weiterfahren so? Ja, ja. Wo siehst du den? Der ist hinter dem einen Hügel gerade verschwunden. Ja, okay. War so ein Einmaster wieder. Soll ich weiter nach rechts? Ah, ich sehe, ich glaube, nee, ich sehe lass mal so, lass mal so. Okay. Okay, ja, kann sein, das war das ist ein Wrack übrigens noch. Müssen wir nicht holen. Auf geht's, ab zum Skelett. Ab ins Böse. Gut, hast du natürlich cool, wenn man jetzt zurückguckt, wie das Boot hier. Boah, sieht nice aus. Als Einmaster hast du da natürlich einen Vorteil, ne? Hm. Ja, du bist auf jeden Fall viel links, wendiger. Nach links, ja. Nach links. Ja. So, Segel alle im Wind. Ja, sieht gut aus. Keine Angst, Wilma, alles gut. Ach so, wir müssen die ja füttern. Oh, warte, ich fütter dich. Nee, musst du nicht. Musst du nur vom Verkauf eigentlich. Doch, der weint die ganze Zeit. Das macht er aber extra. Oh. Ja, aber komm. Hab ich jetzt ein Bananchen gegeben. Einfach so beibehalten fahren. Oh, egal, das Wasser hier gerade aussieht. Ja, ne, ich will ja, direkt reinspringen. Voll geil. Oh, fast da fahren, fast da. Ich will da reingehen und dann will ich das schmecken, das Wasser, und dann will ich merken, dass ich da fast kotze drauf. Alles klar, Tobi, übertreib. Okay, bisschen nach links ziehen. Vor uns ist ein kleiner Felsen. Bisschen nach links ziehen. Ja. Oh, das wird nicht so gut sein. Ah, doch, das schaffen wir. Da immer einer vorne gucken. Ja, mein, links. Links. Alles links. Gut, das kriegen wir hin. Nee, dafür ist ja Ausguck ja zuständig, dass der das sagt. Ja, ist alles gut. Ja, vorne okay, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Ja! Okay, hast. Und geradeaus ist auch noch eine Insel. Lass einfach so, lass das Steuerrad. Dann müsstest du so hin. Bisschen nach rechts. Ja, ey, das passt. Ja gut, ja, weiß ich nicht. Bist du sicher? Eine Welle und wir sind dran. Die Lady ist schon ein bisschen breiter. Ja gut, geht.
Wo ist der Totenkopf? Alles klar, wir fahren genau darauf zu. Also links von uns ist ein Schiff, ne? Das ist, glaube ich, kein Einmaster, oder? Auf geht's. Doch, ist ein Einmaster. Lonely Eye. Das war die Insel hier, glaube ich. Ne? Einfach weiterfahren, fahren. Einfach weiter geradeaus. Ob das eine Anspielung an die Band ist? Wäre voll geil. Aber oh, da ist ein Schweinekäfig. Da ist ein Schweinekäfig. Ja, ist ein Schweinekäfig. Ja. So. Hm. Links wieder ein bisschen fahren. Ja. Aber wir sind schon so. Ich dachte, der wäre schon. Da taucht gerade einer beim Wrack. Wir können ja, wir müssen zum Keel Hall Fort, ne? Nee. Oder was ist das, ne? Keel Hall Fort ist das wahrscheinlich. Woher weißt du das? Ja, das sind doch immer Forts, Fort. Oder? Okay. Hier sind lauter Einerschiffe, die bekriegen sich aber nicht offenbar. Die leben hier in Frieden. Ja, ist doch schön. Was ist hier los? Wir sind ja auf dem Dev-Server. Wir sind in der Reservat eingedrungen. Die machen Stress. Irgendwo habe ich hier aber gerade Action gehört, oder? Boah, Alter, dieser Seegang. Rechts wieder paaren. Rechts. Okay. Ja, hier wird irgendwo geschossen. Rechts von uns. Scheiße. Genau. Boah, Alter. Hier ist Auge gerade geleuchtet. Oh, Vorsicht bei dem, bei der Insel hinten rechts, ne? Bei der Insel hinten rechts ist ein Viermaster. Also so ein Viererschiff. Scheiße. Wir sollen mal aufhören. Wir wollen das hier einmal sehen. Bei der Insel hinten rechts, was ist denn das für eine Nordosten oder was? Ja, weil da muss ich mein Kompass-Sechser rausfischen für dich. Nordosten, ja. Ah ja, ich sehe ihn da, ja. Ja, lass die mal machen. Die machen Action. Wir fahren jetzt zum Fort. Auf geht's. Also die Schiffe sind alle hier so in dem Areal, ne? Da wo wir gerade waren, war ziemlich leer. Ja. Ab zum Harrison. Gott sei Dank vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Nur wir müssen halt jetzt gucken, dass wir nicht zu nah ranfahren, ne? Sonst sind wir nämlich am Arsch. Also wie machen wir das? Wollen wir vorher dann anhalten und dann verschießen? Ja, wir müssen eigentlich durch den Kugelhagel nah an die Insel ran, wo die uns nicht treffen. In irgendeine Bucht. Boah, ja, das ist aber so schwer. Ja. Ein bisschen weiter links, oder? Das soll ja nicht leicht werden. Ja, wir werden aber jetzt nicht untergehen, das können wir vergessen. Ach Quatsch, nein. Wir werden nicht untergehen. Möchte jemand von euch lieber an Steuer? Ich hab so viel Verantwortung gerade. Du musst ein bisschen weiter links nur fahren. Ja. Also soll ich nochmal drauf zu oder eher seitlich? Nee, fahren wir mal drauf zu erstmal. Wir müssen halt gucken, dass wir da wirklich irgendwo in so eine Lücke also, reinkommen. Der Dreimaster, der ist nicht bei der Insel, oder? Dreimaster? Nee. Der Tobi meinte, da wäre irgendwo einer. Nee, der ist hinter uns gewesen. Hinter uns. Ach so, okay. Aber den sollten wir vielleicht im Auge behalten. Uns zu, ne? Nee. Okay. Ja, aber das Viererschiff da hinten hat jetzt auch die Segel gesetzt. Ich hoffe mal, die kommen nicht in unsere Richtung. Ja, lass die mal. Wir können uns theoretisch auch hinter die Insel setzen. Das Problem ist nur, wir müssen halt den Kanonenkugelhagel ausmachen. Die Musik! Alter! Ja. Wollen wir Arschlöcher sein und Folgen wegmachen? Rechts! Weiter rechts, so. Weiter rechts! Bis zur nächsten Folge! Ciao! Nein! Können wir aber theoretisch. Fahren weiter rechts! Alter, die Musik, wie geil ist das denn? Links kommt ein Einmaster. Kommt er auf uns zu? Ja, er fährt auch hierher, glaube ich, aber er ist ein bisschen weiter weg noch. Ah, lass ihn mal machen. Oh, jetzt geht's los. Okay, ich geh schon mal runter. Ja, ich komm mit. Pan, wir müssen da reinfahren, glaube ich, oder? Da rein? Wie wo rein? Ja, wir müssen an die Insel ran und wir müssen da möglichst nah dran, sodass sie uns nicht abschießen können. Wow. Muss da durch. Oh Gott, ich wurde vom Schiff geschossen. Was? Was? Echt? Jemand muss zum Anker, Leute. Jemand muss den Anker im Blick haben. Anker! Ja, ich bin hier unten gerade am Löcher flicken. Oh. Was ist denn los? Was passiert hier gerade? Sind wir aufgelaufen? Ja. Ja. Aber auf was? Aber so ist gut, wir sind hinterm Felsen. Das ist gut, da müssen wir stehen bleiben. Anker runter machen? Ja, Anker. Alter, ich komm hier gerade nicht hinterher. Ich brauche unten Hilfe, dringend. Jemand muss Wasser schöpfen. Ich komm hier nicht hinterher. Komm, ich mach den Anker. Anker ist schon runter. Ach so, super. Ich kann nicht beides machen, ne? Bitte jetzt Wasser schöpfen. Ja. Ich hab keine Bretter mehr. Ah, Alter, ist wieder alles aufgerissen. Fuck, da vorne wieder. Ja. Soll ich den Anker lieber wieder hochmachen und nochmal ein Stück wegfahren? Ich hab keine Ahnung, wir müssen erstmal unten alles flicken auf jeden Fall, weil die Suppe gerade steigt. Hast du noch Bretter? Ja. Bitte geh nach unten und mach die Dinger zu. Ich hab keine Bretter mehr gerade. Ah, die Bretter sind unten, warte. Oh, Alter, wie das hier steigt. Oh, fick ja, die Hölle. Was ist da passiert gerade? Die schießen weiter auf uns. Nicht hier unten, Mann! Ja, wir machen Anker. Ja, Alter, wir helfen mal. Wir gehen gerade da genau in der Schussschneise. Hey, safe, go.
Wir fahren erstmal wieder weg. Jetzt macht es aber auch keinen Sinn, wegzufahren. Weil ja, die werden weiter auf uns schießen, eine ganze Weile lang. Aber deswegen müssen wir erstmal weg von der Insel. Versucht, dass sie nicht mehr so volle Breitseite haben. So, Alter, wie alle voll, nach, alle fast tun. Ja. Einer macht die Löcher und einer macht alles was, gut, der Rest gut, macht Wasser. Der Rest macht. Okay, wir kriegen es unter Kontrolle. Alles ja. Oh, die eine Kugel hat mich gerade voll erwischt. Hier oben sind übrigens auch. Die habe ich auch. Ja, aber die oben, die kriegen wir gleich noch nicht. Okay. Das heißt, einer kann die Löcher oben schon mal dicht machen. Wenn jemand Bretter hat, bitte oder unten unten ist dicht. Aber oben die Löcher noch. Okay, ich hole mal neue Bretter gerade. Okay. Das erste Mal. Alles gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen oder so. Ja, also, nee, wir müssen. Die schießen massiv, wir müssen aber an die Insel ran. Sodass wir safe mit dem Schiff liegen, aber mit den Kanonen auf den Strand schießen können. Ah, okay. Oh. So. Hier unten sieht super aus. Alles wie geht's, also wie geht's Dieter und Wilma? Alles gut. Die Wilma will fressen haben. Das Problem ist, in die Insel reinfahren kommen wir nur durch ein Tor. Nee, nicht reinfahren. Wir müssen nur halt irgendwo dranlegen, nah genug kommen, dass sie uns nicht beschießen können. Ja, halt quasi direkt an die Wand oder was? Also wir könnten es nochmal probieren einfach. Es gibt natürlich nie eine Garantie, dass wir es schaffen, aber... Dann müssen wir es aber mit dem Anker versuchen. Dass wir halt den Anker da ranholen. Und dass wir halt so einen harten Drift machen. Okay. Sonst kriegen wir keine scharfe Kurve hin. Alles gut, Wilma. Alles gut. Oh Mann. Ich geh nochmal nach unten. Mach keine Ahnung. Soll ich erstmal unten bleiben oder wie soll man machen? Ja, warte also mal, wie wollen wir denn jetzt hinfahren? Einer muss auf jeden Fall, ich weiß es selber noch nicht, irgendeine sichere Nische am besten. Einer muss unten bleiben auf jeden Fall, falls sie gleich schießen, ne? Oder zwei vielleicht sogar. Ja, ich geh auch noch runter. Die Schüsse gehen schon los. Ja, aber ja. Boah, Alter, aua. Die treffen leider auch sehr gut, weil es NPCs sind. Auch. Ja, das Ding ist... NPCs. Ja, wo willst du denn da hin jetzt, Alter? Ist egal, wir finden schon was. Und wenn ich hinter die Insel fahre. Warte. Noch alles. Oh, irgendwo wurden wir gerade getroffen. Wie kriegen das hin, wenn zwei unten sind und uns die Lecks irgendwie vom Dingens halten? Boah. Ah, da hinten. Einfach fixen, Leute. Oh, wie schnell die treffen, Alter, das ist voll krass. Ja. Also wie gut die treffen. Also hier auf der Seite ist halt kein Tower, ne? Warte. Der Seite ist halt nichts, ja, genau. Curry, kurz Anker. Ja, kommt. Hier ist gut. Wir müssen halt schnell rüber jetzt. So, und jetzt lass uns mal ein bisschen geradeaus fahren. Lass uns mal ein bisschen geradeaus fahren. Nochmal ganz kurz den Anker hoch. Ja, der schießt, guck mal, der schießt ja trotzdem. Wir hauen die auch gleich von den Türmen runter. Die wechseln halt die ganze Zeit die Plätze. Das macht nichts. Wir hauen die gleich von den Türmen runter, dann machen die nichts mehr. Ist Tobi tot? Ja, ich brauche Hilfe hier beim Anker. Geil. Pan, kommst du klar? Ja, ich komm klar. Okay, gut. Krasser Headshot. Soll ich nach oben? Soll ich helfen? Nee, warte, ich hab schon. Ich fahr das Schiff nur ein bisschen kurz vor die Schneise. Ich hoffe nur, es ist momentan nur der eine Turm, der auf uns schießt. Okay, und das krieg ich schon hin. Das krieg ich hin. So, wir fahren wieder. Okay, danke dir. Du kannst aber den Anker gleich wieder reinhauen, jetzt. Direkt schon mal reinhauen, jetzt. Alles klar. Okay, so ist geil, aber der schießt halt die ganze Zeit auf uns, ne? Ist egal. Den Turm nehmen wir hinterher aus. Okay, dann go. Da müssen wir jetzt hin. Ich bin schon unterwegs. Sollt wir das schaffen? So, Pan, du musst leider noch ein bisschen nageln. Natürlich. Wir müssen. Alles klar. Wir müssen die Türme da oben. Ja, ich bin dabei. Pan, du bleibst auf dem Schiff erstmal, okay? Ja, natürlich. Okay. Ja, Tobi, juhu! Ja! So, erstes Skelett ist weg. Aua, oh, Alter, okay, ich hol mir den Wachturm. Sehr gut. Oh, Goldskelette, hier sind. Oh, Alter, ich bin mittendrin! Wow. Okay, ich bin gleich tot. Wir haben keine Fässer mehr hier, ne? Keine Explosiven. Oh, Alter. Nicht. Und ganz oben, glaube ich, noch eins. Das wäre super, wenn du das irgendwie auf die Insel legen könntest bei den anderen. Ich versuche das hier irgendwie zu machen, so lange. Sag mir bitte, dass man hier auf den Turm raufkommt. Alter, ich bin tot. Ich wurde gerade von allen Seiten beschossen. Krass. Ja, alleine ist das unmachbar. Das geht nicht. Boah, das sind zu viele. Wir müssen auf jeden Fall noch, wenn der Tobi zurück ist. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Okay, Tobi, würdest du an die Kanone gehen und vielleicht wird er innen drin vom Strand schießen?
Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Das wäre super. Oh, wir haben ein Leck unter Wasser, glaube ich, Paaren. Kann das sein? Okay. Am besten immer müssen Patrouille gehen. Also ich höre. So, den Tower habe ich, den Tower habe ich, der wird nicht mehr geschossen. Sehr cool. Ach, komm schon, Tür. So, Feuer ist gerade ganz ruhig. Es schießt keiner. Sehr gut. Also der Tower ist komplett ausgelöscht hier. Ja, da ist so, ich bin so aufgeregt. Okay. Okay, der andere Tower. Ah, da kommt noch ein anderes Schiff, ein Einer-Schiff. Ernsthaft? Ja, ich werde den Tower auch holen. Ah, da ist das Einer-Schiff. Ernsthaft? Wobei, ist gar nicht mal so schlecht, wenn die auf schießen auf den, ja, die schießen nämlich auf den. Lass uns mal was sammeln, Leute. Oh, ich hätte Bananen mitnehmen sollen, egal. Das Problem ist, auch wenn er jetzt vielleicht noch unser Freund sein könnte. Ja, deswegen lass uns, wir müssen uns schnell versammeln, Leute, komm. Erik, komm, wir machen die mal weg da. Warte, ich guck gerade hier nach Goldskeletten. Kann sich die Schätze nicht einfach teilen? Geht sowas nicht? Okay. Bist du das? Ah, das bist du. Hey, schießt ihr gerade auf den Tower, Alter? Ich habe auf den geschossen, ja. Ja, das ist Zeitverschwendung, komm mal lieber hier drauf. Die Goldskelette übrigens, die Goldskelette kannst du nicht besiegen, kannst du nur im Wasser besiegen. Ja, ich bin fast tot. Oh, der eine, das eine Boot schießt auf den Tower. Hä, wer schießt denn hier auf mich? Das Skelett hinter dir. Irgendwas sniped hier, ich sehe nicht. Achtung. Oh, ja. Danke dir, Tobi. Okay, ja. Was ist denn das denn hier? Guten Tag. Ich bin mal, vielleicht kommt der. Ah, die kann man nur im Wasser kaputt machen hier, ne? Oh geil, da oben ist eine Munikiste. Ist hier Bananen? Kanonenkugeln. Die Goldskelette immer ins Wasser locken und dann kann man, Bananen, Alter. Ich brauche auch dringend Bananen. Hä, wieso kommt die nicht ins Wasser rein? Ah, jetzt. So, leer. Hallo! Ich kann euch leider keine bringen. Help, Holzbretter. Man! Das ist ja empört. Ja, der snipe die Skelette kaputt. Müssen die komplett im Wasser stehen? Ne, die müssen nur sehr langsam werden, das müsste eigentlich reichen. Okay, easy. Und dann am besten mit der Shotgun kannst du nein, kannst der schießt ranzoomen. Auf die anderen Tower noch. Okay, ich muss mal neue Muni holen, scheiße. Ja, ich hab auch keine mehr. Ich brauch dringend neue Bananen. Bananen, bei dir alles gut? Ja. Willst du mit auf der Insel rummischen, weil ich glaube momentan ist es einigermaßen safe. Ich weiß nicht, ich sollte glaube ich lieber hier sein. Ja, der eine Typ ist halt, der feuert die ganze Zeit auf die Tower, ne? Holzbrett, ach komm schon! Soll ich vielleicht auf irgendwas feuern von hier aus, oder soll ich lieber lassen? Nein, gerade ist der ruhig. Okay, ich brauch dringend Bananen. Was ist denn jetzt das Ziel hier überhaupt? Ja, wir müssen diese Base erklimmen. Da ist dann dieser Haupt... Nee, wir müssen... Ohne Bananen können wir da nicht rein, Erik. Wir müssen erstmal Wellen um Wellen von Skeletten aushalten. Ja, aber ohne Bananen, das schaffen wir nicht. Gut, dann holt euch das. Das schaffen wir auch nicht. Aber einzeln. Ja, ich bin tot. Scheiße. Tobi, das schaffst du nicht. Geh da raus. Klar, das geht, man. Wir müssen gucken, dass der Typ uns irgendwie hilft. Dass der Typ, der schießt gerade auf die Tower. Boah, da irgendwer sniped hier schon wieder auf mich. Ja, Tobi. Hi, Curry. Ah, fucking Slat, ich bin auch tot. Hi. Ja, dann rüstet euch gleich hier gut aus. Nee, wir müssen einfach zusammenbleiben und wir brauchen den Typen. Der Typen muss uns helfen. Wir nehmt euch die Munition wieder, wenn ihr hier seid. Wir müssen uns aber nicht an den Strand locken und Paaren könnt ihr die vielleicht vom Schiff aus wegballern. Ja, das stimmt. Das ist das Effektivste. Ich guck mal ganz kurz. Die Skelette da in der Base, die gehen da nicht raus. Doch, ja, klar kommen die raus. Echt? Ja, okay. Die verfolgen nicht über die ganze Insel. Also die kannst du holen, wie du es gut bist. Ich versuch's da. Okay, ich nehm Bananen mit, Leute. Wer ist das? Achso, Curry. Achso, ja, ich dachte schon. Wenn jemand Fremdes kommt, dann sprich mit dem. Weil ob das gut ist? Wollte sagen, ich glaube nicht, dass die uns versuchen zu helfen. Okay, dann lass uns hier. Das war nur ein Typ da im Schiff. Mein Gott, das Schwein hat Hunger. Gibt ja, okay, kommt ihr mit? Okay, warte, ich hol mal vorne eine Banane. Ich hab's wieder vergessen. Kommt schon, Leute, wir kriegen das hin. Alter. Das sind Holzbretter. Oh, ich warte hier auf euch. Boah, das Schwein tut mir echt leid, aber gerade geht's einfach mal nicht. Oh. Kommt ihr? Jo! Unterwegs. Tobi, du auch? Ja.
Wieso kann man dem Schwein keine scheiß Bananen geben? Nee, versammeln, go, 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 go. Raff ich nicht. Hey, kann man auf R. Nee, ging nicht. Hinter dir, Erik. Da ist der Typ auf der Insel. Da ist der Typ. Oh, hier sind Bananen noch drin, falls noch jemand braucht nachher. Oh, gut. Alter, wie es mich einfach umgewirbelt hat. Hi. Help, dude. We need help, man, come on. Karin, er hilft dir nicht, wenn du so mit dem redest. Ja, wie soll ich denn mit dem sonst reden? Come on. Ah, er hat Hi geschrieben. Komm, wir machen das mit gemeinsam mit dem. Das kriegen wir doch hin. Der macht nichts. Ja, das sagst du jetzt, aber wenn die Schätze erstmal da sind. Ja, der ist alleine, was soll er denn machen? Uns alle wegballern. Wir sind voll in der Überzahl. Ja, wahrscheinlich damit rechnen. Genau das. Wir sind aber voll in der Überzahl. Das kann er nicht schaffen. So, was müssen wir machen? Wieso ist die Truhe hier schon auf? Nein, ich hab die Truhe einfach nur. Okay. Ich leg mal das Schießpulver fast in die Mitte. Der ist hier oben, der ist hier oben. Okay. So. Ja, ich nehm das auch mit, Totenkopf im Himmel, ey, ist krass. Alter, Geisterskelette, was ist das? Ja, ja, den müssen wir ja der Ferne erstmal zeigen. Uah, Alter. Das ist doch zum Schwarzpulverfass, Alter, oh. Warte. Ist hier eins, ich kann draufschießen vom Weiten. Bringt das? Fuck, jetzt hab ich einen Eimer aktiviert, Idiot. Warte, ich helfe dir, Erik. Da hinten ist eins. Bitte, die lockt die da hinten zum Schwarzpulver. Warte. Beim anderen Schiff. Guck mal, Panik, lockt die hier gerade zum das ist gar nicht unser Schiff. Nee, da ist aber ein Schwarzpulverfass. Ja, geil, warte. Ich und der Typ fighten gerade zusammen hier. Nice. Okay, wir haben die. Hier haben wir die. Okay. Also man muss die ganz kurz mit Licht einmal anleuchten, dann geht's. Ja, ja. Ach so. Dann kann man die nicht treffen, ne? Genau. Der hat die Laterne sogar. Das geht auch mit der normalen. Ich hab's gerade probiert. Mehr, du Drecksviech. Und die hauen sich selber tot. Das ist auch gut. Hilfe, Tobi, hier! Wo denn? Die sind alle wieder rauf. Warte, das krieg ich. Boah, ich brauch eine Banane! Die sind rauf. Ich auch. Da ist der mit der Laterne. Go. Boah! Leck mich doch am Arsch, wo kommst du denn, du Mist? Oh nein, fuck, ich stecke fest! Go, Tobi, drauf! Ah! Hilfe. Jawohl, haben wir! Alter! Alter! Hilft das Sonnenlicht eigentlich? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Hier unten. Oh, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Tobi? Ja! Und jetzt sind geradeaus! Nice. Genau. Nice, Tobi, super. Hier ist noch einer. Bei dem Typen. Ja. Okay, nice. Boah, nice, Alter. Sehr geil. Hat nicht funktioniert mit dem Fass. Ah, nicht! Was ist los, Erik? Ah, ich hänge immer noch mit drei Skeletten rum. Okay, warte, wir kommen. Bleib stehen. Ah, das ist der. Ja, das Ding ist, du musst ihn wieder anleuchten, ne? Sonst kannst du ihn nicht treffen. Ah, muss man die wieder anleuchten? Ja, genau. Die entladen sich das quasi. Offenbar. Den haben wir. Okay, cool. Was kommt jetzt? Da sind noch mehr. Da kommt neue. Nächste Welle. Bitte Goldskeletten. Bitte Goldskeletten. Ess Bananen. Machst du gerade Werbung oder was? Bananen sind Gift-Curry. Ich bin gerade massig überfallen. Okay, zuerst die Schussdinger eigentlich weg. Ja. Boah, Alter. Oh, fuck, ich bin hier ganz alleine in der Hauptburg. Tot. Komm da raus, lock ihn da draußen. Okay, ich bin draußen. Alter, der frisst hier Bananen, wir haben keine, weißt du? Ich habe keine Bananen gefressen. Nein, der das Skelett. Mal nicht. Voll der Teaser. Oh. Der Skelett. Warte. Da passt keine Muni mehr. Mein letztes Bananchen war das. Hinter dir. Erik, hinter dir. Erik, Vorsicht, das sind die ganzen. Ja, ich bin gleich tot. Warte, ich krieg den. Ich brauch Bananen. Warte, Erik, genau hinter dir. Nein! Oh, jetzt ist es auch. Okay, ich hab ihn. Okay, geil. Ich such mal kurz nach Bananen. Kommt, Jungs. Und Mädels. Alter, ich sollte hier nicht mit der Muni geizen, ne? Ich sollte eigentlich nicht mit dem Schwert, mit dem Säbel rumlaufen. Alter, ihr habt mich so gut getroffen. Oh, Terminator, oh Gott. Hi. Fuck, haben die mich gut. Oh. Nein, ich bin tot. Oh Mann. Hey, fuck, haben die mich gut getroffen. Der Tobi geht ab. Los.
Scheiße, aufpassen. Hey, Tobi. Kann ich dir Bananen geben? Nee, ne? Wir müssen aufpassen, dass wenn der Schatz spawnt, dass der damit nicht wegrennt oder so. Hier sind noch 9 Bananen drin. Oh, geil. Oh. Ey, du scheiß Mist. Ficker, was willst du von mir? Verpiss dich, ey. Uns hilft, ey. Das ist so cool. Das macht er aber nicht, weil er uns so toll findet. Ja, aber der hat keine Chance gegen uns, selbst wenn er den Schatz dann haben will. Das war schon unfair, ne? Ja, aber wir waren zuerst da. Bam! Tobi, ich hab mich selbst geopfert. Ich meine, wenn man wenigstens ein bisschen Gold teilen könnte oder so, das wäre cool. Pepan, ich bin wieder hoch, ich bin wieder auf dem Schiff. Wir teilen dann einfach ganz fair seine Beute auf. Okay, ich bin am Start. Okay, wo sind denn da jetzt noch Skelette? Ich sehe keine von hier aus. Okay. Ich habe kurz ein Schießpulverfass, nehme ich mit, hier relativ zentral. Und dann kann man hier... Hä? Zack, ich bin wieder da. Und auf die Augen haben wieder geleuchtet. Was will er denn hier? Der braucht hier gar nicht seine Scheiße trinken. Alter, wie sieht die denn aus? Ich glaube, gegen die Grünen kommt man nur mit Säbel an, ne? Ja, das ist besser. Ach, oh, der hat wieder eine Waffe. Der hat ein Jagdgewehr, Vorsicht. Ja, natürlich. Jawoll! Sauber! So. Sehr geil. Du kannst uns gar nichts toten, Schädel! Immer wenn sein Auge leuchtet, kommt, glaube ich, die neue Welle, oder? Ah, da! Das Fass! Alles klar? Ja, nice! Hat mich zwar auch erwischt, aber... Ja, mich auch. Hast du Bananen noch? Jo. Ich hau mir gerade noch mal eine rein. Komisch. Ich bin bei dir, Mann. Bam. Hä? Wieso? Schnauze, Junge. Jawoll, Mann, fertig. Zack. So. Sauber, ey. Wie Lego, ey. War das alles? Was kommt jetzt? Es können übrigens bis zu 15 Wellen werden. Ja, das werden wir jetzt sehen. Wir halten durch. Sind aber schon ein paar, ne? Ja. Du willst halt jetzt mal eine längere Folge hier. Ich hole mir mal ganz kurz eben Munition. Oh, Alter, bei mir laggt's gerade ein bisschen. Ich glaube in der Base wieder, kann das sein? Können auch einen Break machen gerade, wenn es zu lang wird, ne? What? Die Leute bringen uns um, oder? Oh, hier oben. Golden Skelette. Oh, Alter. Die müssen ins Wasser locken. Lock die raus, Tobi. Kirby. Ja, wir kommen. Lock die raus. Ja, aber Waffen, Vorsicht, Tobi. Lass sie einfach gehen. Kommt mit. Wir haben Wodka. Wir haben guten Loot. Wir haben Wodka. Kommt mit. Gute Loot haben wir. Wenn ihr was habt, worauf ich schieße, dann ganz rosten die dann oder was? Ja, Mann. Ach, geil. Geil, Mann. Zack. Oh, der hat eine Knarre. Vorsicht, der eine. Nicht da, mein Freund, du. Alter! Boah. So. Boah, Alter. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen mehr Wasser hier. Au! Jawohl. Ja, oben auf den Rampen haben beide Knarren, ne? Ja. Okay, ich mache auch mal Wasser. Nice. Zack. Nice, Leute. Oh, ich muss kurz weg. Ich brauche eine Banane. Tobi einfach um die im Kreis rennen. Wir haben ihn fast. Nein! Ich hab nochmal neue Muni. Fuck, ich hab keine Muni. Wo ist Munition? Hier oben, wo ich bin. Hier oben. Okay, ich komme. Super. Alter. Und auf geht's. Jawoll. Oh, der ist schon wieder in Dingens. Woo! Cool. Okay. Was ist das? Oder fehlen da noch welche? Auge weiß! Oh. Das Auge ist weiß geworden! Nicht grün! Bei mir war's so sehr geil, ja. Wo sind die? Oh, hinten! Hallo, Kugeln. Scheiße, waren die Bananen nochmal. Oh, scheiße. Ich bin gleich wieder da, ich suche noch ganz kurz Bananen. Oh, ich bin fast tot. Okay. Oh, Tobi! Tobi, ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Komm, wo bist du? Hier hinten. Rausgeflogen. Auf dem Steg. An. Okay, bring jemanden zu Paar nach draußen. Da kann die Paar vielleicht eine kleine Kanone reinhalten. Boah, was wollt ihr von mir, Jungs? Sag mal Bescheid. Ja? Hier bei mir. Aber passt schon, ist nur einer. Ah!
Hilfe, Hilfe! So. Okay, hab sie. Hä, wo denn, du dumme Sau? Nice. Sauber, haben wir, super. Oder? Ja. Hey, was sagt das Auge? Und weiter geht's. Oh, Alter. Boah, wie geil ist das mit der Musik aber, ey. Boah. Das Auge bleibt... Okay, grün. Okay, grüne Säbel. Bei grünen Säbel. Ich zieh gerade auf den Strand. Hey, hier vorne ist wieder einer. Der schießt wieder. Ja, hä? Wieso bin ich denn schon wieder tot, Alter? Wie die mich immer treffen mit ihrer Scheißpistole? Gibt's gar nicht. Boah, geil. Alter. Ich muss ein bisschen Deckung gerade. Ich muss Bananen nehmen. Ja, ich auch. Oh, ich bin fast tot. Keine mehr. Fuck. Ich auch nicht. Oh, ich bin tot. Curry, bleib am Leben. Ich versteck dich irgendwo, bleib am Leben. Ja, ich bin fast tot. Ich habe keine Bananen. Hey, Tobi. Hallo, Tobi. Ich laufe einmal außen rum. Bist du auch so tot wie ich? Riecht ihr das hin? Oh, da hat Eric da. Wie viel? Ich muss weg, ciao. Okay, mach's gut, grüß die Nachbarn. Ja, tschüss. Ich bin tot. Oh nein, aber ist egal. Es müsste trotzdem so. Der Typ ist noch da, es resettet nicht. Hey, Curry. Hallo. Hallo. Guten Tag. Okay. Oh, Bananen. Die Toten locken Leuten, ich muss los, ja, Curry. Okay, auf geht's. Viva los, Hermanos. Ja. Gib mal voll noch ein paar Bananen aus der Brick und dann. Oh, die Pan! Die Pan rastet voll aus! Oder Pan ist tot. Pan ist tot, Leute. Ich bin gestorben. Vielleicht. Bist du gestorben? Dann? Aber gut gekämpft. Ja, doch, bin gestorben. Ich wollte nicht, dass das resettet. Tschüss. Ach so, nein, alles gut. Nee, der Typ ist aber nicht da. Resettet. Fast so keine Banane. Einer von uns dabei sein. Miss it. Okay. Okay, ich komme. Ich brauche erstmal Bananen. Boah, wir bräuchten. Also hier, okay. Hier müssten echt mehr Bananen sein. Oder ja, wir kämpfen zu schlecht, ich weiß nicht genau. Beides nee, wahrscheinlich. Nee, das Ding ist, auf der Insel ist ja, sind ja klar keine Bananen. Ja, doch, ein paar sind ja da, aber halt echt wenig. Ja. So, wo sind die? Das ist Curry. Lange Folge. Ich glaube, in der Hütte wieder drin. Ja, ich glaube auch. Ich guck mal gerade. Wollen wir nicht einen Break machen? Hallo? Ah, hier oben ist noch einer. Ah, das sind goldene, ja, oder? Ja, also ich weiß auch nicht, wie lange das noch geht. Also sollen wir eine Pause machen? Ihn, also nächste Folge dann? Ich glaube auch. Wir sind bei 50, ja, wir sind bei 50 Minuten, also. Okay, warte mal. Lass uns mal ganz kurz nochmal diesen Angriff hier abwehren vielleicht. Ja, der kommt jetzt, der Angriff. Hinten. Oh, die kommen von oben. Alter. Wie die Maden. Mist! Mann! Oh, hey. Alter, warum geht denn das nicht drauf, Mann? Das sind aber ganz schön viele. Tschüss! Ihr müsst mal auf das Fass hier schießen. Ich bring Freunde mit. Oh. Bam. Ah, zu viele. Ich bin draufgegangen, aber... Wir müssen wieder zusammenkämpfen. Oh, ich bin fast tot. Okay, mach mal kurz ein Päuschen. Ach, fick dich doch. Ja, so. Ich hab nicht gerade recht. Uah. Warte. Alles klar. Okay, ganz kurze Pause. Oder ja, wie? Also Folgeende oder was? Ja, also Folge. Ja, genau. Yeah. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Oh, Kampf geht weiter. Nächste Welle. Uah.